vorab eine kleine Information zu diesem Video. Bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt wusste ich noch nicht so ganz, was ich aus diesem Video machen wollte. Daher ist es jetzt genau das, was ich dann zu dem Zeitpunkt, wo ich es geschnitten habe, gemacht habe. Vielen Dank fürs Ansehen und viel Spaß. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Tja, warum mache ich eigentlich gerade dieses Video? Ich habe nicht viele Abos, wie ihr sie nennen würdet. Meine Klickzahl ist nicht hoch, daher werde ich in euren Augen nicht viel erreicht haben. Doch allein durch diese fast 50 Chicos und Chicas, wie ich sie nenne, danke dafür, habe ich mir einen Traum erfüllt. Allein durch diese 50 habe ich viel erreicht. Doch fangen wir einfach mal am Anfang des Jahres an. Es begann damit, dass ich in einer, naja, sagen wir mal, unbrauchbaren Firma weitergearbeitet habe. Ich wurde nicht ernst genommen. Man hat mich ausgenutzt und am Ende hat man mir ein Versprechen gegeben, was wohl niemand einhalten wollte. Im Mai ging meine Arbeitsmoral ziemlich den Keller runter, was auch meinem Chef aufgefallen ist. Er fing an, mir zu drohen und nach mehrmals sagte ich ihm, dass er es endlich in die Tat umsetzen sollte. Als dies eintraf, fiel eine Last von mir ab, doch damit dann nicht genug. Mein Vermieter fing an, mich zu stressen und schwupps gab's eine Kündigung für die Wohnung. Doch ich ließ mich nicht beirren. Ich hatte urplötzlich einen Wunsch. Ich wollte nach Bayern ziehen, um einfach mal neu anzufangen. Rosenheim sollte mein Ziel heißen, doch wie immer wollte das Schicksal nicht so, wie ich es wollte. Ich war knapp in Not. Keine Arbeit, keine Wohnung, zwei Katzen, die ich nicht abgeben wollte und über meinen Kanal darf ich gar nicht erst anfangen. Kurz vor knapp fand ich eine Wohnung. Doch wie umziehen? Meine Eltern waren dummerweise im Urlaub. Doch da kam mir ein verdammt guter Freund, den ich in der Berufsschule kennengelernt habe, und mein Onkel mit einem Transporter zu Hilfe. Das Beziehen der Wohnung schaffte ich mit einem anderen Freund und mit meiner lieben, lieben, lieben Schwester. Die Wohnung war schön gelegen und endlich geile Hausbewohner mit einem Zusammenhalt, das ich so vorher nicht gekannt habe. Das Problem konnte ich lösen, doch das mit der Arbeitssuche nicht. Nach mehreren Praktikas, die an sich gut gelaufen sind, gab man mir immer einen Korb. Doch bei ein paar aus guten Gründen, die nicht mit mir direkt zu tun hatten, will ich nur mal anmerken. Ich verlor immer weiter die Hoffnung. Ich habe andere Wege eingeschlagen, die leider auch nichts brachten. Auch mit meinem Kanal kam ich einfach nicht vorwärts und versauerte vor der 30 mit endlos wenigen Klicks. Ich verlor mich immer weiter. Doch etwas sollte mir dann doch noch Hoffnung geben. Meine Eltern. Sie unterstützten mich in jeder Hinsicht. Sie gaben mir Zuwendung und die nötigen Mittel, um nicht wieder zu ihnen ziehen zu müssen. Derweil wurden auch die Abonnenten mehr, was mich doch schon etwas gefreut hat. Doch ab da fing ich an, meinen Kanal als etwas anderes zu sehen. Nicht einfach als einen Ort, wo ich meinem Hobby des Spielens nachgehen konnte, sondern ein Ort, an dem ich Menschen, die vielleicht auch viel Scheiß erlebt haben, zu unterhalten. Selbst wenn ein Video nur einen Klick hatte, so war ich extrem froh darüber, dass ich dieser einen Person die Zeit etwas vertreiben konnte. Ich habe gesehen und mitbekommen, wie andere Leute sich bei den YouTubern bedankt haben, dass diese sie immer zum Lächeln bringen. Mit dieser neuen Einstellung habe ich mich frisch ans Werk gemacht. So kamen dann auch langsam mehr Chicos und Chicas, die meinen Kanal unterstützten. Ich wurde oft niedergeschlagen, doch ich rappelte mich immer wieder auf. Ich bin froh über meine jetzige Situation. Man wird dankbarer und einsichtiger. Und durch meine neue Motivation habe ich mich bei Zeitarbeitsfirmen angemeldet, um erstmal da wieder reinzukommen und damit meinen Traum, doch noch nach Bayern zu ziehen, zu erfüllen. Mit etwas Glück erhalte ich dabei Unterstützung von meinen Freunden, die ich in Bayern kenne. Um auf den Punkt zu kommen, lieber Zuschauer. Jeder setzt sich ein Ziel auf YouTube. Die meisten behandeln das Thema so und so viele Abos in diesem Jahr.
Doch ich für meinen Teil möchte einfach nur zeigen, du bist nicht allein. Das neue Jahr steht vor der Tür und ich bin gespannt, wer mich alles auf meinem Weg begleiten wird. Einen Vorsatz habe ich mir auch schon ausgesucht. Ich höre auf damit, darüber diskutieren zu wollen, welche Konsole besser ist und warum man einen PC haben sollte oder nicht. Wir sind Spieler und wenn wir nicht zusammenhalten, wird uns keiner helfen. Mit den Worten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Skyline.